Das Wichtigste ist, den Studierenden das Konzept zu erklären. Also Konzept erklären, dass sie wissen, wie funktioniert das und warum ist das Konzept gut. Das heißt, sie müssen eine Einsicht bekommen in die Funktionsweise und die Wirkungsweise des Inverted Classroom. Ich muss sie davon überzeugen, dass das gut ist. Erinnern am Anfang ist wichtig und am Anfang vielleicht auch nicht zu schnell vorpreschen. Das heißt, am Anfang brauchen die Studenten etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Ich sage immer, man braucht ein bisschen Zeit, bis alle auf den Zug aufgesprungen sind. Also um von 0 auf 100 zu kommen, vielleicht die ersten 2, 3 Wochen verwenden, nicht so schwierige Aufgaben, nicht so viele Aufgaben, Vorbereitungsaufgaben am Anfang, dass der ein oder andere auch noch auf den Zug aufspringen kann, bevor wir dann mit Volldampf durchs Semester gehen. Wichtig ist auch am Anfang in der Präsenzveranstaltung nicht zu viel wiederholen. Also nicht nochmal eine Kurzzusammenfassung der Vorbereitung zu machen. Denn wenn ich etwas zusammenfasse, dann wird den Studenten klar, die Vorbereitung war nicht unbedingt nötig, weil es wird ja zusammengefasst. Also warum sollte ich mich vorbereiten? Ja? Ganz wichtig ist auch, dass den Studierenden klar wird in der Präsenzveranstaltung, die Vorbereitung war notwendig. Also wenn ich die Präsenzveranstaltung gestalte, so dass die Vorbereitung gar nicht nötig gewesen wäre, muss ich mich nicht wundern, wenn die Studenten sich in der nächsten Woche nicht vorbereiten, weil es ja klar ist, wird ja gar nicht benötigt. Das heißt, es muss wirklich aus einem Guss sein. Die Präsenzveranstaltung muss die Vorbereitung muss zwingend notwendig sein, um in der Präsenzveranstaltung gut mitmachen zu können. Und es muss sozusagen eine Brücke geben von der Vorbereitung in die Präsenz, die zum Beispiel mit entsprechenden Aufgaben, deren Lösungen mitgebracht werden. Und aufbauend auf diesen Lösungen wird dann weitergearbeitet. Oder ein alternatives Beispiel ist, dass die Studenten zu Hause recherchieren sollen. Es muss nicht unbedingt ein Vorlesungsvideo oder so gegeben werden zu Hause, sondern sie sollen eine Rechercheaufgabe bearbeiten und die Rechercheergebnisse mitbringen. Und dann tragen wir in der Präsenz die Rechercheergebnisse zusammen und arbeiten damit weiter. Also es muss klar sein, das ist aus einem Guss und die Vorbereitung ist notwendig für die Präsenzveranstaltung.